Fast jeder liebt Hunde. Ganz besonders natürlich Welpen. Aber auch, naja, sagen wir mal, skurrile Exemplare. Sie alle haben eine Sache gemeinsam. Sie können Dinge, mit denen wirklich keiner rechnet. Sitz, Platz, Bleib war gestern. Hunde haben noch viel mehr auf dem Kasten. Um das zu beweisen, brauchen wir natürlich, na klar, Hunde. Ab geht's auf den Hundeplatz zu Rita Kampmann und ihren Kolleginnen. Und zu unserem Secret Nummer 1. Wer einen genauen Blick auf seine Finger wirft, dem fällt eine Sache sofort auf. Der Fingerabdruck. Klar erkennbar durch Rillen auf der Fingerspitze. Auch Hunde macht ein Körperteil besonders. An dem unterscheiden sie sich von allen anderen. Welche Körperstelle könnte das sein? Ich denke eher an dem großen Bein, könnte ich mir gut vorstellen. Netter Versuch, aber trotzdem daneben. Denn der Fingerabdruck unserer Vierbeiner ist mitten im Gesicht. Gemeint ist die Nase. Wer genau hinschaut, sieht sofort, jede Hundenase ist einzigartig. Ihre Nasen haben Rillen und Vertiefungen, ähnlich wie auf unserer Handfläche. Ein waschechter Finger-Nasenabdruck eben. Praktisch. Hat sich auch eine chinesische Softwarefirma gedacht und eine Erkennungs-App für Hundenasen entwickelt. Sie registriert die Hundeschnauzen und schafft so einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert. Falls der Vierbeiner mal entwischt, ordnet die App den Wauwau mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% dem richtigen Besitzer zu. Wer hätte gedacht, dass ein Blick auf die Nase unserer Vierbeiner so aufschlussreich sein kann? Genauer hinschauen lohnt sich auch bei unserem Secret Nummer 2. Wir Menschen sind entweder Rechts- oder Linkshänder. Und auch Hunde lassen sich in Rechts- und Linkspfoter unterteilen. Klingt komisch, stimmt aber und heißt dann Aktionspfote. Welche Pfote das ist, lässt sich ganz einfach herausfinden. Rita und ihre Hunde Maggie, Lotte und Judy machen den Test für uns. Zuerst machen die drei Hunde Platz. Aufs Kommando stehen sie auf. Die große Frage, mit welcher Pfote tritt der Vierbeiner zuerst auf? Das ist dann die Aktionspfote. Um ganz sicher zu gehen, am besten den Test wiederholen. Die weiße Maggie läuft direkt mit rechts los. Auch die kleine Lotte macht es ihr nach und tritt mit der rechten Pfote auf. Nur die große Judy lässt sich Zeit und startet mit links. Das ändert sich auch beim zweiten Mal nicht. Und ein letztes Mal. Es bleibt dabei, Maggie und Lotte sind Rechtspfoter. Judy bleibt der linken Pfote treu. Wer hätte gedacht, dass wir auch nach Jahren noch nicht alles über unsere Hunde wissen? Das mit den Pfoten, wie die Hunde losgehen, ob links oder rechts, das war mir fremd. Da habe ich heute wieder einiges dazugelernt. Ich hatte das schon mal gehört, dass es das gibt, habe aber mit meinem Hund jetzt noch keinen derartigen Test gemacht, jetzt speziell. Genau wie bei Menschen sind die meisten Hunde rechts und nur wenige Linkspfoter. Und die Aktionspfote sagt viel über den Hund aus. Forscher sind sich sicher, Rechtspfoter sind loyal und ruhig und daher öfter Assistenzhunde. Linkspfoter sind schreckhafter, aber sehr kreativ. Und damit zu Secret Nummer 3. Wer liebt ihn nicht, den treu-doofen Hundeblick? Was dabei wenigen auffällt, ein drittes Augenlid. Das macht das Auge besonders. Denn neben dem oberen und dem unteren Lid, wie bei uns Menschen, gibt es noch ein drittes im Augenwinkel des Hundes. Die sogenannte Nickhaut. Und die ist so etwas wie der Scheibenwischer fürs Hundeauge. Sie besitzt keine Muskeln. Sie besteht aus Bindehaut, dem sogenannten Nickhautknorpel und der Nickhautdrüse. Die produziert 40% der Tränenflüssigkeit.
Kommt ein Fremdkörper dem Auge zu nahe, fährt die Nickhaut schützend dazwischen. Ziemlich clever. Und genauso geht's auch weiter im Secret Nummer 4. Der Spaziergang mit dem Hund gehört zum Alltag eines jeden Besitzers. Leine an, frische Luft, Geschäft machen, Ball holen und wieder nach Hause. Eigentlich alles reine Routine, bis auf das Geschäft machen. Das folgt in Wahrheit einem streng wissenschaftlichen Protokoll. Und das geht so. Zuerst am Boden schnüffeln, die richtige Stelle suchen. Im Kreis drehen und dann erst hinsetzen. Doch warum machen die Vierbeiner das so kompliziert? Hunde orientieren sich am Erdmagnetfeld. Ähnlich wie Zugvögel, die in den Süden fliegen, nehmen die Vierbeiner die Erdkrümmung wahr. Möglich ist das durch ein Molekül. Es sitzt direkt auf der Netzhaut des Hundes und trägt den komplizierten Namen Cryptochrom 1. Durch die Krümmung weiß der Hund, wo Süden, Westen, Norden und Osten liegt. Beim Geschäft positioniert er sich entlang der Nord-Süd-Achse. Kaum ein Hundebesitzer ahnt, dass etwas so Alltägliches einer echten Wissenschaft folgt. Tatsächlich sind die Forscher sich nicht ganz sicher, warum die Hunde das genauso machen. Eine Theorie: Das Erdmagnetfeld hilft den Vierbeinern bei der Orientierung. Das Geschäft an der richtigen Stelle könnte so eine Art Wegweiser sein. Ganz schön schlau. Genauso schlau wie unser Secret Nummer 5. Hunde sind Sprachgenies und können sogar rechnen. Laut neuester Forschung verstehen sie genauso viel wie ein zweijähriges Kind. Das ist kein Scherz. Zum Beweis treffen wir einen Hund, der jedem Grundschüler Konkurrenz machen kann. Doch, es war mir schon klar, dass sie sehr, sehr intelligent sind. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass sie so schlau sind, weil ich habe Hunde, seit ich 12 Jahre alt bin. Ich denke, dass Hunde ganz andere Perspektiven haben als wir und Dinge sehen und auch denken, worüber wir uns gar keine Gedanken machen. Wer hat sich nicht schon mal vorgestellt, wie es wäre, wenn der Hund uns versteht? Jedes Wort geht zwar nicht, aber immerhin einige. Genauer bis zu 165 verschiedene Wörter und Gesten. Und die Einsteins unter den Hunden, wie zum Beispiel Pudel, sogar bis zu 250. In der Praxis sieht das dann so aus. Im Gras liegen Geldbeutel, Schlüssel und Handy. Lotte soll zuhören und den richtigen Gegenstand bringen. Lotti, bring mir den Geldbeutel. So, ist fein. Prima. Gib ihn mir in die Hand. Super gemacht. Zufall? Hol mal den Schlüssel. Gut gemacht. Bring ihn mir her. Gib ihn mir in die Hand. Super. Tatsächlich. Lotte versteht die Wörter und unterscheidet alles ohne Probleme. Einige Hunde setzen noch eins obendrauf und rechnen. Tatsächlich kann mein Hund auch rechnen, in Anführungszeichen sage ich schon, weil ich das für meine Schüler manchmal mache, weil das natürlich ein ganz lustiger Trick ist. Allerdings mache ich das mit dem Handzeichen, dass ich dann einfach ganz versteckt so oft gebe, wie der Hund eben bellen soll. Und wenn ich dann sage 2 plus 3 und mein Hund bellt 5-mal, finden das natürlich alle toll. Dass sie tatsächlich ein Verständnis dafür haben, also für diese abstrakte Zahlenwelt, wenn ich jetzt von 5 2 abziehe, dann kommt 3 raus, das kann ich mir nicht vorstellen. Im Netz wimmelt es von angeblichen Beweisen dafür. Wir überzeugen uns selbst und treffen einen Hund, der rechnen kann. Die Rede ist von Wunderwauwau Davinos. Der Berner Senne ist 8 Jahre alt und angeblich ein wahres Rechengenie. Seine Besitzerin Angelina Kruse hat es ihm schon im Welpenalter beigebracht. Das hat Jahre gedauert. 3 Jahre haben wir gebraucht und dann konnte er bis 20, nachher teilweise auch schon bis 25 rechnen. Das wollen wir natürlich sehen. Davinus bellt die Antwort nicht einfach heraus. Er zeigt sie mit seiner Pfote. Je nach Ergebnis streicht er seinem Frauchen genauso oft über den Arm.
Nennen Sie mir eine Aufgabe? Ja, 9 plus 3 minus 6. 9 plus 3 minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahnsinn. Zur Sicherheit nochmal, denn Davinus soll keine Chance bekommen, vielleicht doch irgendwie zu schummeln. 7 minus 4. 7 minus 4. Plus 2. Plus 2. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben keinen Trick erkannt. Da wird ja jeder Erstklässler neidisch. Eins ist klar. Hunde sind viel schlauer, als wir denken. Damit haben sie ihren Platz um den Titel Bester Freund des Menschen mal wieder würdig verteidigt.